Hallo, dieses Buch habe ich gelesen, es heißt Die letzte Haltestelle von Sharon E. McKay. Es ist ursprünglich aus dem Englischen. Das Buch hat 171 Seiten und darum geht es um ein Mädchen, die Beatrix heißt, die ist jüdisch, und um ihre Mama, die von den Nazis genommen wird. Denn die wollten aus den Niederlanden fliehen. Aber zum Glück wird die Beatrix von zwei netten Brüdern aufgenommen und von einer älteren Dame, die bei den Brüdern auch wohnt. Und die wird von einer jungen Dame unterrichtet, die aus Amsterdam geflohen ist, als die Nazis Amsterdam bombardiert haben. Also, ich gebe diesem Buch 7 von 10 Sternen. Es ist gut geschrieben, teilweise sehr spannend, ein bisschen emotional und sehr liebevoll. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, abonniert mich bitte, lasst ein Like, schreibt in die Kommentare, welche Bücher ich noch lesen soll, und dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.